der Gasthof Hirsch ist eigentlich schon seit vielen Jahren im Besitz von einer Privatbrauerei gewesen. War dann 2015 so weit, dass die Brauerei eigentlich gesagt hat, ja, sie wollen das Haus also nicht mehr neu verpachten an neue Pächter, sondern wollen es eigentlich zum Verkauf freigeben. Ja, und daraus ist dann im Endeffekt ein Verein entstanden, den haben wir 2016 oder Ende 2015 gegründet und haben dann verschiedene Fördertöpfe angeknappert und haben natürlich auch geschaut, dass wir im Dorf Eigenkapital sammeln. Haben dann der Brauerei das komplette Gebäude abgekauft und dann haben wir auch viel diskutiert und haben dann gesagt, eigentlich ist es schade, das Haus hat einen Charakter, das Haus kann viel erzählen und die Substanz ist eigentlich nicht schlecht. Und dann haben wir uns entschieden, das Haus also so wie es jetzt ist zu renovieren und natürlich auch möglichst viel zu erhalten. Es war nicht auch gleich auch ganz am Anfang auch mitentscheidend, sind die Leute im Dorf bereit, ehrenamtlich was zu machen. Und da haben wir auch das Gefühl gehabt, ja, die Leute sind bereit, die wollen damit mithelfen. Es war ein tolles Gemeinschaftserlebnis, muss man echt sagen. Wir haben über eineinhalb Jahre waren wir wirklich jedes Wochenende auf der Baustelle. Das war wirklich im Nachhinein, muss man sagen, ein ganz tolles Erlebnis für Jung und Alt und das hat unser Dorf sehr zusammengeschweißt. Das Gebäude wird eigentlich hauptsächlich als Dorfwirtschaft, als Gastronomie genutzt. Wir haben sehr viele Veranstaltungen inzwischen jetzt auch im Saal, also Hochzeiten oder Brautstellen. Dann die Vereine nutzen das Haus auch für Generalversammlungen. Die Musikkapelle haben Frühjahrskonzerte mit dem Heimatabend, mit dem Jodlerabend im Saal. Also das Gebäude wird wirklich aktuell sehr stark genutzt. Das Ganze ist aufgegangen. Wir haben tolle Gäste und wir haben ein Vereinsleben, wo darin stattfindet. Und so würden wir uns wünschen, dass es bleibt.